Willkommen zu einer neuen Runde Subnautica von Anownwurz Entertainment. PC-Version 1.0. Ist jetzt hier fertig? Bildkasten benutzen? Nein, sind immer noch die Samen. Mist. Mist, 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 Mist. Mist. Auf den Meeresboden gesunken 250 Meter. Okay, das geht. Ist hier schon wieder was fertig? Salz. Einmal. Das lassen wir dann hier. Und solange hier noch nichts fertig ist, füllen wir uns hier auf. Müssen wir uns auffüllen? Nö, für das, was wir jetzt eigentlich vorhatten, nicht. Ja, was hatten wir denn vor? Ja, was hatten wir denn vor? Wir haben komplett leeres Inventar. Ja, wir könnten mal reparieren, ne? Das ist... Ich reise hier schon wieder Kacknub rum. Und ja, es ist dunkel, könnt man vorlesen, aber... Aber... Könnten wir auch mal in die Richtung flitzen, oder? Erstmal so grob pauschal. Das hat man auf jeden Fall alles. Und in die Richtung war ja irgendwo noch ein Wrack. Ist alles so zerklüftet auf einmal. Alles so höhlenmäßig. Hau ab. Verzeihung, weh, du machst mir meine Mutter kaputt, du spinnst wohl! Ja. Und sowas wollten wir eigentlich vorher nicht, was? Ja, aber wenn die hier so rumschweben und nichts machen, dann brauchen wir aber erstmal noch die 5. Also nicht die 5, sondern die Taschenlampe auf der 5. Hier holen wir uns. Map, 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 map. Oh, ich drück die ganze Zeit und der will nicht. Der will. Jetzt willst du auf einmal zu mir. Mann. Der schläft noch, der hat's auch zu. Der hat das Auge zu, jetzt. So, was haben wir hier unten alles? Wir haben den Stuhl, den hatten wir schon, ne? Wir haben... Jetzt sag nicht, dass das das einzige Metall war. Dann... Hä? Ne, hier ist noch Metallschrott. Hier ist noch ein Kleid da drin, das ist Metallschrott. Da bringen wir das dann nochmal schnell zurück, weißt du? Hier haben wir noch ein Metallschrott. Machen wir uns mal kurz voll. Der hat das Auge auch zu. Und schwimmt trotzdem fort. Ich bin schneller. Ich kann nur nicht so gut einsammeln. So, ja, die mit den Augen offen, die kriege ich schneller, wa? Ja, du hast recht. Die, die nicht schlafen. Oh, ich hab gedrückt. Ich hatte gedrückt. Jetzt wieder, jawohl. Im Hintergrund dürftest du es auch hören, wie ich drücke. Was liegt denn hier rum? Hilfe, Hilfe! Da ist irgendwo ein Kracher unten drunter an der Seite, oder? Wo war er? Ah, hier. Ach, hier sind ja zwei. Yep. Tschüssi! Ja, 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 ja. So, die haben wir beide fort. Was bist denn du? Ach, das war die Kaffeemaschine? Das war nicht nur, das ist die Kaffeemaschine. So, hier haben wir einen Spind. Und der Seekleider. Kaffeemaschine kannst du leider nicht doppelt. Da hinten ist auch noch ein Seekleider, wie ich das so sehe. Hier ist nichts drin. Hier ist wieder das Kracher Fischpulver. Seekleider. Jo, dann nehmen wir den auch noch mit. Und dann machen wir das Inventar fast voll. Jawohl. Und hier noch? Nö.
Nö, nö. Meute? Meute? Mutti! Mutti, 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 Mutti. Die sieht man doch normalerweise auch. Angezeigt? Da, Seemutter. So weit sind wir weggeschwommen. Nur weil ich dieses kleine Wrack nochmal entdeckt habe. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, dass es jetzt helle wird, sonst hätten wir sie gar nicht mehr gefunden. Da ist noch was drin. Seekleider. Passt noch was rein. Jawohl, noch ein bisschen. So, ging es hier rein? Nein, ging es nicht. Hier oben ging es. Genau, einfach so rein. Das hat man alles rausgefischt. Nee, hat man nicht. Ist noch der Seekleider drin? Aha. 5. Hier ging's rum. Hier ging's rum. Da hätte ich vielleicht vorher nochmal rausflitzen sollen. Aber hier war auch nichts Wichtiges drin, ne? Hier war nochmal der Seekleider drin. Sonst kommt es ja auch so schwer überall rein. Ach, nee. Das wäre Quatsch, das hier zu übertreiben. Den lieber raus. Luft holen. Wir sind hier schon am Rand. Und haben noch 3 Plätze frei. Die können wir nutzen. Da gucken wir hier unten nochmal rein. Ja, haben wir 3 Plätze frei, ne? Ja. Ich glaube, das hätte ich da unten schon mal hingeschmissen. Hier haben wir Eier. Hier haben wir einen Kracherfisch. Komm raus. Komm raus da. Zu nah, zu nah, zu nah. Den haben wir Jens mit erwischt. So, da haben wir hier einen Kracherfischpulver. Haben hier oben noch ein Quarz. Hier nicht, hier auch nicht. Aber hier. Wir können hier hoch und weg. Wir haben hier alles voll. Aber hier liegt auch noch überall Titan rum. So, wir wollten hier alles mitnehmen. Aufsammeln, aufklauben und dann zurück. Dann machen wir uns aber mal wirklich auf zur Aurora. Ich will jetzt nur ein bisschen Titan sammeln. Falls sich die Möglichkeit bietet, können wir das auf dem Rückweg auch nochmal machen. Damit wir jetzt erstmal eine kleine Titanreserve da haben. Wir hätten ja so gar nichts mehr da zum Bauen. Das ist ja dann schön unangenehm. Vielleicht sind jetzt auch die Melonen schon fertig. Inventar voll. Jawohl, sie sind fertig. Schön. Dann rennen wir mal hier hinter und bauen mal ein Titan. Nur währenddessen könnte ich einen Schluck Kaffee trinken, wa? Titan! Quarz haben wir so viel, dass wir Glas bauen können. 2 Stück, jawohl. Aber wir packen erstmal das ganze Titan hier rein. Quarz haben wir irgendwo hier. Bauen uns hier noch ein Klubschi. Da dürfte einer reichen. Ja, Klubschis hat man jetzt auch reichlich mit zu essen. Holen uns hier noch ein Fabrikat raus aus dem Fabrikator. Genau. Das war eine Melone. Das wollte ich nicht. Und die können wir trotzdem mal essen. Taktisch falsch. Müll da rein. Bap, bap. Erste Hilfe da rein. Bap, bap. 1 in die Hand. Und dann... Bap. Bap.
Dann kommen hier nämlich wieder 4 Pflanzen rein. Dann kommen hier wieder 4 Pflanzen rein. Ja, dann wollte ich nämlich... Pack die mal bitte nochmal auf die 5. Er muss doch trotzdem noch ein Inbeet-Kasten hier hingehen. Jetzt auf einmal. Es ist nur sehr weit weg. Ja. 4 Titan. 1, 2, 3, 4. Dafür. Dafür kriege ich hier keinen mehr rein. Das ist aber auch nicht so tragisch. Das sind nochmal 2 Titan. Er ist gleich wieder alle. Ein bisschen was gebaut und dann schon ist es alle. Damit hier die 4 Sporen reinkommen können, beziehungsweise Samen. Und dann schnappen wir uns das Ganze hier nochmal raus. Zumindest das Wichtige, eine Kartoffel. Oh, der ist noch nicht fertig. Schade. Eine Laternenfrucht. Die kommt wieder hinter die Laternenfrucht, die Kartoffel davor. Passt das wirklich so rum? Wo ist die Kartoffel? Siehst du sie? Habe ich sie gefressen? Nee. Also die Laternenfrucht ist hier hinten, das sehe ich. Ah, hier vorne, da. Siehst du, die ganz kleinen Klubschi-Olgleins. Jawohl, so sollte es eigentlich sein. Ja, und dann hätte ich gern ganz da hinten was anderes. Und hier vorne nochmal so ein Bäumchen. So, aber wir können uns das hier mal rausklauben. Lesen wir eins vor. Datendownload Überlebende der Degassi. Bartogai, Aufzeichnung Nummer 3, Rückkehr aus der Tiefe. Zum ersten Mal seit Monaten sehe ich Sonnenlicht. All die Zeit in der Tiefe habe ich davon geträumt. Jetzt bin ich wieder hier. Aber das alleine zu genießen fällt mir schwer. Vater hatte recht, wir hätten hier bleiben sollen. Wir hätten nicht so tief gehen sollen. Sie wollen uns nicht dort unten. Trotz meiner größten Bemühungen ergreift die Krankheit Besitz von mir. Die Visionen werden immer schlimmer. Margaret und Vater sind inzwischen längst Teil des Ökosystems auf diesem unglaublichen Planeten. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich mich ihnen anschließen werde, wenn ich gehe. Bis dahin. Naja, es gibt noch die Aussicht. Die hat er ja gerne genossen, ne? Müssen wir mal weiterlesen. Paul, diese Insel ist ein Geschenk des Himmels. Seht aus dem Fenster. Keine Raubtiere, frisches Essen. Margaret, keine Baumaterialien, nichts übrig vom Schiff und ihr Sohn sagt, dass wir ohne mehr Beetkästen verhungern werden. Sag's ihm, Junge. Bart, es stimmt, Vater. Die natürlichen Wachstumsraten sind zu langsam, um uns versorgen zu können. Margaret, ich sag nur, dass der Ozean uns eingekreist hat. Kein Sinn, uns zu verstecken. Früher oder später werden wir nasse Füße bekommen. Paul, ihr bisheriges Leben mag ein Kampf gewesen sein, Maida, aber ich habe meine Entscheidung getroffen, wenn sie auf ihre Notfallzulage verzichten wollen, nur um kurz schwimmen zu gehen, dann los. Margaret, glauben Sie mir, ich denke darüber nach. Ach komm, das macht gerade so einen Spaß, aber das ist dann die letzte und dann hauen wir ab. Paul, Sohn, ich sage, du solltest warten, bis der Sturm vorbei ist. Dein Leben ist mir mehr wert als ein Pflanzenbeet. Bart, du hast keine Verantwortung mehr, seit das Schiff gesunken ist, auf dem du Kapitän warst. Paul, ich gebe die Verantwortung ab, wenn du für dich selbst Verantwortung übernimmst. Marguerite, ernsthaft? Boss? Boss? Was denn? Wissen Sie, wie wir 40 Tonnen Regenwasser aus diesen Beetkästen rausbekommen sollen oder wie man Essen aus dem Nichts herbeizaubert? Ich weiß, wie man Prioritäten setzt. Ich meine ja nur, aber wie viel ist Ihnen das Leben Ihres Jungs heute wert? Wenn Sie morgen so hungrig sind, dass Sie überlegen, wie er wohl schmecken würde. Lassen Sie ihn sich um die Pflanzen kümmern. Sohn, geh raus und kümmere dich um die Pflanzen. Bart Togel hat die Basis verlassen. Mischen Sie sich noch einmal in meine Familie ein und ich werde Sie hier lassen, wenn Hilfe kommt. Haben Sie mich verstanden? Es kommt keine Hilfe, Boys. Nicht rechtzeitig. Aber wir können auch nicht hier bleiben. Es regnet immer noch und früher oder später wird dieser Ort verschüttet. Wir haben nur die Wahl, ob wir auch verschüttet werden wollen. Krass, so nach Wahl klingt das schon mal nicht.
So, Inventar hatten wir leer. Haben wir immer noch leer. So. Ja, danke schön, danke schön. Und jetzt geht's mal wirklich in die Richtung. 250 Meter ist für uns im Moment noch zu tief. Ja, guck mal mit dem Kleider hin. Yippie, juhu, den ich jetzt zu Hause gelassen habe. Und wir pirschen uns mal an die Aurora ran. Hier liegt auch noch überall Material. Das ist schon mal schön. Was gibt's denn hier? Zyklop-Rüpfen-Fragment! Das liegt ja einfach rum. Das ist immer was Neues. Zyklop-Maschinen-Fragment! Ach, das hat man schon. Das hat man schon fertig. Seit wann liegen die hier an der Aurora rum? Das sieht seltsam aus. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob man da auch an der anderen Seite noch rankommt. Aber im Moment gefällt mir das so schlecht. Ja, erste Hilfe braucht man doch nicht. Wasser für sofort. Ja, damit habe ich gerechnet, dass wir drinnen genug Wasser finden. Aha. Da sind wir richtig fette Klumpen drauf. Aber jawohl, nochmal. Hier sind die, das ist auch richtig. Hier sind gut Ressourcen verstreut. Das ist ganz schön viel Schrott. Für. Sieht fast so aus, als wenn man da reinkommen könnte, aber das ist so schwammig gezeichnet, dass ich mir sicher bin, dass das nichts ist. Das ist Salz. So, das ist das Brückenfragment, oder? Ne, Maschinenfragment. Dann ist das sicherlich auch nochmal ein Maschinenfragment. Das haben wir ja en masse. Das wäre Titan. Schubkanonenfragment, weiß ich nicht. Aber Schubkanonen hat man da, oder? Ah ja. Ich sehe schon, wo das hinführt. Jetzt habe ich so viel Metall einstecken, wir können gleich wieder zurück. Ah. Ja, aber wenn es hier einmal so in Massen rumliegt, ne? Da trägst du es hier nur einmal zusammen, haust wieder ab, fertig. Salz brauchen wir jetzt nicht. Oder nehmen wir den ganzen Metallschrott hier mit. Zahn das hier noch raus. Nehmen das mit. Gucken hier in die Kisten rein. Jawohl, eine Batterie. Damit habe ich nämlich auch gerechnet, dass wir dann drinnen noch Batterien kriegen. Hau bloß ab, da! Dich will ich nicht. Hier waren wir. Hier waren wir noch nicht. Einen haben wir auch nur noch Platz und dann nehmen wir den mit. Medikit. Ja. So war es jetzt nicht geplant. Aber wir haben die Taschen voll. Da gehen wir nochmal Vollgas. Wie lange reicht der Strom? 35%. Das wird auch knapp. Zur Not müssen wir zurück schwimmen. Aber normalerweise finden wir mindestens eine Energiezelle noch in der Aurora. Da kommen wir auf jeden Fall sicher zurück. So, hier soll ich ausweichen. Denn gegen die kann man mittlerweile auch dagegen brettern. Das haben wir auch schon ausgetestet. Jo, 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 jo. Dann machen wir das Ganze hier gleich nochmal. Rein hier. Welcome aboard, Captain. Ja, ja, ich bin auch gleich wieder weg. Keine Angst, ich bin nur kurz zu Besuch. Ja, da haben wir auch schon wieder eine Nachricht. Map. Map. Die kannst du eigentlich währenddessen mal abspielen. Ist der schon wieder fertig? Nö.
Aha, Lifeboat 4. Rotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us. I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Ja. Guck mal. Nein, nicht in den Mülleimer. Wenn dann hier vorne rein. Ach man, jetzt haben wir eine ganze Runde damit zugebracht, hier Material zu formen. Verdammte Axt. Oh, hier ist auch voll. Naja, dann nehmen wir noch zwei raus. Bauen hier noch zwei Glas. Da haben wir auch noch ein bisschen Glas da. Quarz. Glas hier. Bist du? Ja, du bist auch fertig. Seltsam. Aber schön, dass das fertig ist. Hier packen wir noch die Batterie rein, nicht die Lampe. Die brauchen wir doch eventuell. Mensch. Gucken mal. Signalkoordinaten unbrauchbar. Ungefährer Ursprung der Übertragung in der Datenbank gespeichert. Hier ist Rettungskapsel 4. Wir sind in der Nähe der Aurora gelandet. Antriebskörper sind aktiv, aber hier ist ein echt großer Fisch bei uns im Wasser und ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wir sind in der Nähe der Absturzstelle, also bringen Sie Strahlenschutzausrüstung mit. Vier Ende. Die Schutzausrüstung haben wir sowieso an. Das ist nicht das Problem. Das ist noch nicht fertig. Aber der ist jetzt mal fertig. Das ist sehr schön. Dann schauen wir mal, wo der reingeklatscht wird vorne. Das ist... Kann man so machen? Dann gucken wir mal, was wir hier noch drin haben, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel Orangenpilz. Dann können wir den nämlich hinten reinknallen. An den müssen wir ja nicht rein. Genau, dann haben wir das. Und ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu Subnautica von Unknown Worlds Entertainment. Aber dann geht's wirklich zur Aurora. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.